Hallo bei Mixi TV. Heute geht es um Gekeshing Nachrichten, Gekeshing News. Klar, im Alter von Google ist kein Problem, einfach mal ein bisschen zu googeln, was gibt es Neues. Gibt es irgendwelche Themen von der Reviewer? Hat Groundspeak irgendwas geändert im System, im Spiel? Gibt es was Neues? Oder gibt es Aufregung auf Facebook? Aber es braucht doch seine Zeit, bis man alle wichtigen Seiten angeschaut hat, einen Überblick bekommen hat. Es geht auch einfacher. Sehr gerne nehme ich selber die Methode über Podcast-Hörer. Zum Beispiel Cache-Frequenz würde ich in den News-Bereich nehmen. Oder auch der Podcast. Die bringen regelmäßig Themen, was aktuell so passiert in der gegnerischen Welt. Da ist man immer einigermaßen vom Laufenden. Aber es gibt natürlich auch Webseiten. Und deswegen mache ich jetzt heute ein bisschen Eigenwerbung. Auf meiner Website www.mixitv.de gibt es jetzt einen neuen Menüpunkt. Der heißt GC News. Und wenn man da draufklickt, erfahrt man, was steht aktuell in der Zeitung zum Thema Geocaching, GPS und ähnlichem. Was auf den verschiedenen wichtigen Blogs und Webseiten ist eine neue Sache. Dann habe ich zwischendrin zur Auflockerung ein paar Bilder aus Instagram zum Thema Geocaching. Dann geht es weiter mit Twitter. Facebook ist ein bisschen problematisch, aber da habe ich auch ein bisschen was reinbekommen. Allerdings nicht so viel, weil das schaffe ich noch nicht mit dem Verlinken. Und zum Abschluss wieder ein paar Bilder, diesmal von Pinterest. Ein bisschen so Spoilerbilder, aber aus den Staaten. Da denke ich, auf die Cache wird man in Deutschland eh nicht stoßen. Und man weiß eh nicht, zu welchem Cache das gehört. Wenn man die Fotos sieht, da kann man sich Anregungen holen, wenn man was bauen will oder einfach mal schöne Cache sehen will. Also eigentlich ganz einfach. Wenn man mal schauen will, was gibt es Neues in der geocacher Welt, mal durchschauen. Es kann sein, dass ab und zu auch mal ein Link dabei ist, wo nicht wirklich was mit geocacher zu tun hat. Aber die meisten sollen doch mit unserem Thema zu tun haben, was da sich ansammelt hat. Einige Sachen wären immer automatisch aktualisiert, sind also top aktuell. Andere Sachen sind von mir recherchiert und selber verlinkt, ganz unterschiedlich aufgebaut. Und ich werde in nächster Zeit die Seite auch noch ständig überarbeiten, sei es vom Design oder auch vom Inhalt. Schaut mal drauf, dann habt ihr immer eure Geocaching-Nachrichten. Tschüss, euer Mixi. Ciao. Und probiert auch gerne mal die andere Sache aus auf meiner Website. Es sind noch viele Baustellen dabei und vieles ändert sich täglich. Aber immer mal wieder draufgehe, ausprobiere oder können wir dann schreiben, was man besser machen kann. Ciao.